Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn Gleich. So Leute, heute mal keine weiteren News. Tschüss, nein. Wir gucken schon in den heutigen Itemshop rein und da, ich habe gedacht, also als ich da reingeguckt habe, habe ich gedacht, da war ich total. So, wir gucken mal rein, warum. Die Leute, die mich kennen und die diese Daily Shop Videos von Anfang an verfolgen, die wissen wahrscheinlich, was jetzt kommt. Also und das gleich im Doppelpack. Ich habe gedacht, dreh total durch. Also das sah dann nochmal so aus. So. Ja, wir gucken in den Item Shop rein. Und da sehen wir, da ist heute die Walküre drin. Alter Vater, die Walküre ist ein Ab. Also ich finde die so als eine der geilsten Skins des ganzen Spiels. Ich finde die Walküre mega geil und die kriegt von mir nach wie vor 10 von 10. Und dann schauen wir doch mal, wie ist denn hier die Bewertung von der Walküre. Gucken, dass ich was Richtige drin habe, wahrscheinlich wieder nicht. So, jetzt aber, jetzt sollte es passen. 4,39 von 5 bei 59 Votes und 225 Reminders. Das ist erstmal eine Hausnummer. Und dann der für mich absolut legendärste, absolut geilste, absolut sensationellste, absolute Überflieger, Hammergleiter, das absolute crazy shit, mega Ding. Dazu kann ich wirklich nur das da sagen. Der Frostwing Gleiter, ich drehe total durch. Ich liebe den Frostwing Gleiter und das Ding ist halt einfach nur. Habt ihr mal, wie gesagt, ich erzähle ja immer gerne von diesem komischen Höllenpferd da. Das sieht halt von hinten wirklich mega scheiße aus. Und wenn ich mir den hier anschaue, auch von hinten, der Frostwing Gleiter sieht von allen Seiten, von oben, von unten, von rechts, von links, von vorne und überall und keine Ahnung, schräg und quer, einfach nur sensationell aus. Ich liebe diesen Gleiter und er kriegt von mir 100 von 10, das ist für mich, der ist außer Konkurrenz. Und jetzt schauen wir doch mal, wie sind denn da für den Frostwing momentan eure Noten? Wo ist? Da, Frostwing 4,63 von 5 bei 92 Votes und 204 Reminders. So, dann sind wir mit diesem Valkyrie-Set erstmal durch. Dann kommen wir zum Cloak Shadow. Ah, ich finde den nicht ganz so geil, muss ich sagen. Er ist okay, aber ich finde den nicht. Also, so toll finde ich den Cloak Shadow auf jeden Fall nicht. Und der kriegt von mir 6 von 10. Und hier haben wir aktuell beim Cloaked Shadow 3,84 von 5 bei 37 Votes und 113 Reminders. Und jetzt kommt der nächste, den ich mir selbst gegönnt habe, weil ich diesen Gleiter, ich bin ein absoluter Zurück in die Zukunft Fan. Ja, ich liebe Zurück in die Zukunft. Marty McFly und Dr. Emmett Brown. In Zurück in die Zukunft kann ich nur jeden, der es noch nicht gesehen hat, absolut empfehlen. Wir haben ja auch jüngere Zuschauer, natürlich die Älteren kennen das alle. Herr Sofort hat ihn inzwischen auch schon gesehen und er sagt auch, er ist mega cool, mega begeistert von diesem etwas älteren Film. Ja, in der heutigen Zeit sind die Dinger immer noch nicht am Fliegen, auch wenn es da in dem Film so ausgesehen hat. Aber hier kommt der Hot Ride!
ein etwas modifizierter DeLorean. Und ich liebe diesen Gleiter. Ich liebe diesen Gleiter, der sieht auch von hinten geil aus, der sieht auch von unten geil aus. Du hast dann unten hast du auch schön diese Auspuffrohre. Der Sound, ich liebe den Sound von dem Gleiter. Ich muss natürlich ganz ehrlich dazu sagen, na hier vorne, da guckt da oben auf der Motorhaube, haben sie auch schön dran gedacht. Also da in dem Film wird dort dann in der Zukunft einfach nur noch ja, Biostoff reingefüllt, damit das Ding überhaupt durch die Zeit reisen kann. Ein Nachteil hat das Teil. Also wenn einer beschossen wird, wenn er fliegt, dann bist du das, wenn du den Hot Rod hast, wirklich. Aber das ist mir scheißegal. Ich liebe diesen Gleiter. Und er kriegt von mir auch 10 von 10, der Hot Rod. Und da haben wir aktuell 4,56 von 5 bei 54 Votes und 108 Reminders. Guckt euch das allein schon an. Das ist mega geil. Ich, wie vorne noch die Frontleuchten rauskommen. Hammergeil. Dann haben wir die Plunger. Die hat sich der Herr sofort ja damals geholt. Da war er sehr begeistert von. Die Pümpelspitzhacke. Mit einem Katana. Und da gucken wir doch einfach mal. Also, ach so. Plunger kriegt von mir 7 von 10. Und hier haben wir aktuell 3,78 von 5 bei 18 Votes. 60 Reminders. Dann haben wir den Zani. Er ist jetzt, ja, ich, dieser Sound irgendwie brennt sich mir wieder in die Hirnsynapsen rein, das weiß ich jetzt schon. Ich werde da diesen Scheiß jetzt wieder, keine Ahnung, den ganzen Abend nicht loswerden. Und der Zani oder auch Schrullig kriegt von mir 7 von 10. Wir haben hier 3,5 von 5 bei 24 Votes. So, dann haben wir den Survival Specialist. Ah, und er sieht ja gar nicht so schlecht aus. Normalerweise müsste ich mir das Ding hier holen. Als derjenige, der aus allen möglichen Situationen irgendwie sich wieder herausfindet, ja, und dann trotzdem noch überlebt. Eigentlich müsste das mein Skin sein. Aber bin ich so ein Fan von den Standard-Skins. Trotzdem muss ich sagen, sieht der Survival Specialist nicht ganz so schlecht aus und deswegen kriegt er von mir 6 von 10. Und dann gucken wir mal hier, was hat er für Noten. Der Survival Specialist 4,25 von 5 bei 40 Votes und 109 Reminders. So, dann haben wir den Pure Salt. Und der ist auch ganz cool. Also 7 von 10 für Pure Salt. Da haben wir aktuell 4 von 5 bei 6 Votes. So, und zu guter Letzt, jetzt im Vergleich zum Survival Specialist. Gucken wir uns mal an. Die sieht ganz schnuckelig aus. Schön schwarz. Ich mag sowieso schwarz ganz gerne. Hier das T-Shirt könnte eins sein, was ich trage. Ich trage auch gerne T-Shirts mit Totenköpfen drauf. Ein Tattoo, ein cooles an der Seite. Hier hinten auch nochmal ein Totenschädel drauf. Eine, ja, einigermaßen ansehbare Hose. So, und jetzt im Vergleich dazu, das da.
Sorry, aber die sieht doch mal richtig kacke aus, ja? Die ist nicht hübsch. Die Bekleidung ist scheiße. Und der Tower Recon Specialist, sorry, aber ich finde, die sieht einfach kacke aus. Das ist einfach so. Die ganzen Farben gefallen mir nicht, die Tussi gefällt mir nicht und deswegen kriegt die von mir auch nur 2 von 10. Tower Recon Specialist. So, und die hat hier 3,25 von 5 bei 24 Votes. 43, wie meinen das? Naja, besonders toll ist diese Bewertung auch nicht. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben von euch freuen. Dann mache ich den da, schreibt mir was in die Kommentare, dann mache ich den da, abonniert den Kanal, dann mache ich den da und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News. Mit dem gleich, haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.